glaube, zu anderen Planeten fliegen ging damals auch schon. Aber da waren noch keine lunaren Planeten drin, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mein Video nicht angeguckt vor 10 Monaten. Weil, ganz ehrlich, wieso soll ich meine eigenen Videos gucken? Ja, wer macht denn sowas? Nein. Generell, wer guckt denn meine Videos? Also wirklich. Nein. Also ihr scheint es ja zu mögen. Was ist denn los? Alter, ernsthaft. Framerate, what the fuck? Wieso habe ich denn. Okay. Er lädt noch. Gut, okay. Er lädt noch mit. Gar nicht so viel CPU-Auslastung. Er lädt einfach noch. Scheinbar. Machen wir es jetzt mal bitte. Was denn das? Oh, der Scheiß. So, jetzt hat es. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen beruhigt. Nicht. Was ist. Ist die Grafikkarte voll oder so? Der Grafikrahmen? Nee, kann ja gar nicht. Ich weiß es nicht. Guck mal jetzt, ich habe jetzt hier 50 FPS gerade gehabt und dann droppt es wieder runter auf. Hier, 54 FPS. Bewegst die Kamera ein bisschen und es droppt runter auf 30 oder so. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle mal. Was war das? Keine Ahnung. Ich stelle mir die Sichtweite nochmal runter. Vielleicht ist hoch für die Aufnahme doch ein bisschen viel. So. Zurück jetzt wieder, weil er die Chunks degeneriert. Nee, wer ist denn das Wort? Löscht quasi. So, ich suche eine lunare Essenz. Kannst du bitte eine droppen? Nein, Elementarstaub. Naja, gut. So, guck mal, jetzt habe ich 53 FPS. Ist das nicht schön? Ich darf nur die Kamera nicht drehen. Ich darf die Kamera überhaupt nicht drehen. Was ist denn das? Das ist doch. Das ist, glaube ich, wirklich die Aufnahme. Guck mal, jetzt geht's aber auch. Wenn ich jetzt die Kamera die ganze Zeit drehe, geht's denn die da nicht? Ach, das ist ja strange. Mach ich gleich die Aufnahme einmal kurz einfach aus und wieder an. Guck mir das nochmal an, was so los ist. Immer noch keine lunare Essenz. Mein Gott, so selten sieht die doch gar nicht. So, hier, ach, ich habe übrigens Level abgehabt, ne? Ich bin jetzt Level 2. Falls es jemandem noch nicht aufgefallen ist. So. Muss ich mal gucken, ob das. Liegt das wirklich an der Aufnahme? Das muss. Warte mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz einen Cut. So, jetzt habe ich irgendwie wieder konstante 100 FPS gehabt. Also vielleicht funktioniert es jetzt ein bisschen besser. Keine Ahnung. Das Spiel einfach mal neu gestartet. Ich weiß nicht, was sich da aufgehangen hat. Guck mal, wie flüssig das jetzt läuft. Hä? Fuck. Keine Ahnung. Also irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich irgendwas mit dem Treiber oder so, der natürlich nicht für das Spiel optimiert ist. Ach, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Soll ich das als Entwickler selber auch noch wissen, warum es nicht läuft? Nee. Manchmal ist es einfach komisch. Vielleicht liegt es wirklich an der Aufnahme. Ich weiß es nicht. Mir ist es nämlich noch nie aufgefallen, dass es so extrem laggt nach einer Zeit. Oder spiele ich einfach noch nicht so lange? Ich weiß nicht, ich spiele aber eigentlich immer so ein bisschen zumindest. Auf eine Stunde komme ich sonst eigentlich auch manchmal, wenn ich das teste. Da ist mir das nie aufgefallen. Guck mal, wie flüssig das jetzt läuft. Guck dir das an. Da. 60 FPS einfach konstant, mehr oder weniger. Ach, guck mal, das ist ein anderer Planet. Hahaha. Sieht man da sowas auch mal? Da ist die Sonne. Wie man jetzt auch. Das sieht man jetzt hier ganz schlecht. Aber da hinten ist der Planet nicht von der Sonne angeleuchtet. Auch das sieht man. Ja, auch das ist realistisch. Ich habe ja immer noch keine lunare Essenz. Was ist denn das? Voll der Scheiß. So. Ich würde was sagen, wir fliegen mal zum anderen Planeten, oder? Dann gleich danach. Müssen wir nicht zum gleichen Planeten zurück? So. Immer noch nicht. Kann ja nie wahr sein. Na komm. Na, na. Plündern. Alter, das ist ja unglaublich hier. Na Scheiße, ich bin gleich Level 3 und habe das immer noch nicht. So. Ja. Na komm. Immer. Das so selten seht ihr eigentlich nicht. Ich habe gerade einfach nur Pech. Ja, gut, passiert. So, ah, guck mal, da habe ich eine. So, Lunare Essenz 1 von 1. Und wenn ich jetzt, einfach nur Punkt drücke, kann ich direkt hier hin. Abenteurer, Führer, sagt zusammenhanglose Dinge, weiter. Abenteurer, Führer, absolviert die lunare Essenz, scheint nun repariert zu sein. Ich danke euch, Antara. Erscheint, ich könne euch im Moment nichts weiter beibringen.
Viel Glück auf euren Abenteuern. Quest abschließen. Okay, haben wir die abgeschlossen. Und ja. Dann wieder zurück zum Orbit, würde ich sagen, oder? Ja. Also zurück zum Schiff. So rum. Ich kenne übrigens mal das Tutorial hier. Ja, ihr könnt mit einem Mausrad durch die Aktionsleiste. In J, O ist Social Window. Ja. Okay. Tipps. Ganz schön viele Tipps. Man kann mit anderen Leuten zusammenspielen. Sind halt aber auf anderen Planeten. Dann muss man halt erst hinfliegen. Wir wollen mal ganz kurz. Was haben wir denn hier? Der was? Ah. Ein mittlerer Terraplanet. So, gucken wir mal. Warte mal ganz kurz. Gucken wir mal hier. Tschüss, Planet. Guck, so, das meinte ich mit der Ausleuchtung. Siehst du, da ist einfach schwarz. Also dunkel, war halt nicht ausgeleuchtet. So. Und hier ist auch gerade sehr dunkel, weil hier fehlt halt das Licht irgendwie. Wir fliegen jetzt hier mal zwischen. Seht ihr das? Man fliegt hier so. Da sind die Sterne, man fliegt einfach da durch und schon. Huch. Also, Alter, hier sind voll viele Planeten. Guck mal, da sind drei Planeten alleine. Voll krass, warte mal. Kann ich noch mehr sehen? Nee, kann ich nicht, weil ich fliege jetzt gleich hier hin. Okay. Lag. Okay, jetzt haben wir's. So. Hier ist. Och nö, das ist ja nur so ein Planet, wo gar keine. Okay, es ist ein kalter Planet. Hier gibt es Berge, wie man sieht, aber es gibt keine Wüste und sowas. Das ist natürlich kacke. Ich kann auch mal die Berge zeigen, die sind eigentlich auch voll cool. Irgendwas wollte ich auch noch. Ach ja, Dings wollte ich noch zeigen. Hier den Hangglider wollte ich noch zeigen. Da wollte ich noch Ausrüstung zeigen. Und was sonst noch was? Weiß ich gar nicht mehr. Naja. Aber Ausrüstung wollte ich mir herstellen und den Hangglider, dass ich so gleiten kann. Auch gleich mal. Warte mal. Eigentlich bieten sich dafür die Berge an, aber ich habe natürlich gerade. Also siehst du, hier sind einfach so Berge. Das ist schon sehr, sehr hoch, die Berge. So. Hier ist auch dieses HDR quasi. Guck mal, das ist voll hell hier. Wenn du dann. Ich habe übrigens auch die Taschenlampe an. Vielleicht ist auch deswegen so hell. Okay, gut, dann war es nicht das HDR, dann war es einfach nur die Taschenlampe. Aber es gibt irgendwie so zwei Begriffe. Also HDR kann also zwei Sachen meinen, was irgendwie auch total dumm ist, weil. Einmal ist es halt dieses High Dynamic Range, was du halt bei Fernsehen und so hast. Und jetzt auch auf den neuen 4K Blu-rays. Und dann ist es halt eigentlich dieses High Dynamic Range für solche Lichtberechnungen halt. Wenn du nach so einem Tutorial dafür suchst, ne, das findest du immer nur das HDR-Tutorial mit DirectX 12. Ja, danke auch. Kann es sein, dass der Lebensbalken irgendwie einen Dingseffekt bekommen hat? Wieso? Ein, wie heißt es? Dieses Ambient Occlusion, genau. Muss ich auch nochmal gucken, das sollte natürlich nicht so sein. Okay, die Schneewölfe droppen irgendwie gerade nichts. Hab ich wieder Pech gehabt. Gehen wir mal. Alter, bin fast tot hier. Was ist los? Kann ich essen? Kann ich nicht, ich bin im Kampf. Mann! Ich denke mal, das ist ein Bug, aber ich bin einfach im Kampf. Ich kann nicht essen, weil ich im Kampf bin. Mit was aber? Der läuft vor mir weg. Ist das schon wieder einer, der unsichtbar ist? Nee. Ah, jetzt kann ich essen. Okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Strange. Der läuft vor mir weg und kann das nicht. Wenn er dagegen läuft, dann muss ich auch nochmal gucken, dass ich das. Guck mal hier, doch, wenn ich jetzt hier angucke, gucke ich, ist dunkel. Jetzt hier angucke, steht die Sonne direkt drauf, ne? Passe ich mich an, quasi, und meine Augen passen sich an. Naja. Ich gehe mal hier irgendwo, wo es ein bisschen flacher ist, hin. Ist eigentlich auch toll, um was zu bauen, ne? So ein bisschen schneemäßig. Wie hoch bin ich eigentlich? 485 Meter. Okay. Das sind wie viele Blöcke? Fast 1000 Blöcke oder so. 900 Blöcke? Ne, über 900 Blöcke. Ist mehr als die 256, die du in Minecraft hast, sagen wir es mal so. Und es lädt trotzdem relativ schnell. Also es ist schon, weiß ich nicht. Ich will mich nicht selber loben, aber ich denke mal, das ist schon gar nicht so schlecht, was ich da hinbekommen habe vielleicht. Also müsst ihr entscheiden. Keine Ahnung.
Also wenn du einen relativ guten Prozessor hast, lädt es halt relativ schnell. Also ich habe jetzt nur, ich meine, er ist 5 Jahre alt, hat damals irgendwie 500 Euro gekostet. Also eigentlich ist der nicht so gut und es lädt er trotzdem schnell. Also von daher, es dürfte jetzt ein moderner Vierkernprozessor sein, so von der Leistung her. Nur halt mit 6 Kernen. Also ich habe jetzt halt 6 Kerne, aber die sind halt relativ langsam, 3,2 Gigahertz, glaube ich. Und aktuell hast du ja, was kriegst denn du inzwischen? Über 4 auf jeden Fall. Oder 5 sogar. Inzwischen bringt Intel ja auch mal Prozessoren mit mehr Kernen raus, ja, weil sich AMD gedacht hat, oh, da ist noch irgendwie Potenzial, da können wir unsere Prozessoren verkaufen. Was auch gut ist, weil Konkurrenz ist immer gut, wie man sieht. Machen jetzt einfach mal die Quest hier auch noch, kriegen wir auch nochmal Erfahrung. Das ist die gleiche Quest. Ich muss halt mehr Quests hinzufügen. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn du keine Dörfer hast, weil du kannst halt. Irgendwie machen die ganzen Quests halt keinen Sinn, wenn die NPCs einfach nur dämlich rumlaufen. Weißt du? Die müssten halt irgendwo einfach rumstehen an irgendwelchen Siedlungen oder Dörfern oder was weiß ich und da halt Quests vergeben. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Warum ist das denn immer so weit weg? Was ist denn das? Normalerweise ist das in der Nähe. Eigentlich, im Durchschnitt zumindest. Und jetzt ist das irgendwie 400 Meter weit weg. Wobei 400 Meter jetzt nicht so weit ist. Ich laufe ja auch mit 8 Metern pro Sekunde, glaube ich, wenn ich sprinte. Von daher, das sind übrigens die falschen Wölfe. Da ist noch eine Höhle. So, ich wollte nämlich, ich muss sowieso Wölfe töten, weil ich Dings farmen wollte. Ist die Performance jetzt ist wirklich besser? Ich weiß nicht, was vorhin schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Richtig strange. Naja. Ja, kein Plan. Vielleicht die, nee. Irgendwas mit dem Speicher auf der Grafikkarte vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nicht so gut, wenn du die Sichtweite umstellst oder zu hoch stellst, vor allem während der Aufnahme. Ich weiß es nicht. So, hier sollten auch irgendwo gleich die Wölfe sein. Sind das die schon? Sind das die? Nee, das sind sie nicht. Müssen wir noch ein Stückchen weiter. Das sind sie aber, ne? Ah, immer noch nicht. Die müssen aber hier sein. Warte mal. Warte, warte, warte. Ah, hier. Fever of Wolf. Okay. Wolf, nicht Wolf. Jetzt will ich das immer Englisch aussprechen. Kannst das Spiel auch auf Englisch. Ach, komm mal, ich habe 666 Schaden gemacht. Kannst das Spiel auch auf Englisch spielen, aber. Ja. Ist ja hier ein deutscher Kanal. Von daher dachte ich mir, machst das Spiel auf Deutsch. Auch weil die. Zuschauer. Also ihr. Unter Umständen kein Englisch versteht. Ich weiß es nicht. Und ich stelle jetzt einfach mal, dass ein paar von euch. Ich bin tot. Ja, man spawnt immer noch hier. Das kommt später, wenn du halt so ein. Die Idee ist, wenn du halt ein Schiff hast, so ein Shuttle, mit dem du zum Planeten fliegst, dass du halt einfach beim Shuttle spawnst. Oder halt so Beacons hast, zu denen du dich teleportieren kannst halt. Weißt du? Solche Sachen. Hier ist noch ein Wolf. Jetzt ist hier wieder dunkel, ne? Aber meine Taschenlampe ist jetzt halt ein bisschen stärker, wie man sieht. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, kann jetzt eigentlich auch mal Ausrüstung droppen? Die können nämlich eigentlich Ausrüstung droppen, aber droppen sie irgendwie nicht. Droppen sie nicht. Okay, ich habe direkt Ausrüstung bekommen. Wie man sieht, achso, die bringt keine Dings. Bringt keine, kein Leben dazu, aber Intelligenz. Die anderen hier, Geschicklichkeit und Tempo, machen noch nichts. Aber Intelligenz, guck mal, ich mache jetzt 304 Schaden mindestens. Und wenn ich das jetzt anlege, macht es 316. Sind dann so 1,5% mehr oder so? Nee, 1% mehr. Ziemlich gen. Nee, warte mal. 1% sind 3. Das sind 3% mehr. Ich kann nicht mehr rechnen. Was ist denn los? Ja. Sag keinem, dass ich studiert habe, ja. Kaum studierst du mal für 2 Sekunden nicht schon, kannst du nicht mehr rechnen. Das ist ja schlimm, echt. Oh Mann, ey. So. Ja. Also ich will jetzt halt diese Wölfe töten, um Fellfetzen zu sammeln und halt um die Quest zu machen. Dann kann ich halt. Ich habe schon wieder Ausrüstung. Gut, dass ich jetzt stehen an der Brustplatte, aber die bringt mir zumindest Ausdauer. Die Stärke bringt mir halt nichts. Aber Ausdauer bringt mir halt was. Die hat halt. Ach, die hat auch Willenskraft und Dings. Okay. Und kritische Trefferchance. Okay. Des Entdeckers.
Willenskraft macht. Was macht denn Willenskraft? Ich glaube einfach mehr Schaden. Geschicklichkeit ist irgendwie so. Also macht jetzt halt noch nichts, aber soll dann halt mehr Schaden machen. Kritische Treffer. Dings macht halt einfach mehr kritische Treffer. Dings hier. Na sag. Geschicklichkeit macht irgendwie was einen besonderen Effekt oder so, aber es bringt, glaube ich, erst was. Also wird dann halt sowas wie Talente verstärken oder sowas. Mal sehen. Muss ich mal gucken, dass du halt. Ja. Weiß ich nicht. Soll halt unterschiedliche Sachen machen. Das ist ein anderer Wolf. Die brauche ich hier. Wo sind noch mehr Wölfe, bitte? Hier müssen irgendwo Wölfe sein. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Wie flüssig das jetzt auf einmal läuft. Ich habe einfach nur das Spiel neu gestartet und auf einmal läuft. Ich werde angegriffen, ne? Sehe ich den schon wieder nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Oder bin ich einfach blind? Ich glaube, jetzt greifen mich zwei Wölfe an, ja. Aber wo ist der andere? Ach doch, ich sehe ihn. Er ist einfach nur da unten. Wollte gerade sagen, schon wieder alles verbuggt hier, ja. Scheiß Spiel. So. Ah ja. So, Fellfetzen, das ist sehr gut. Aber die brauche ich ja nicht. Ich brauche die anderen Dinger. So, doch, das war der richtige Wolf. Ich brauche die Felle. Ich brauche die Felle. Bitte gib mir Felle. Ja. Hier zum Lösen. Nee, warte. Das mit Ä. Ich will Felle mit E. Ja. So. Oh Gott. Alter, der Witz war so schlecht, ne? War einfach so schlecht. Okay. Aber ich nehme jetzt auch schon wieder 14 Minuten auf. Ich bin jetzt bei einer Stunde insgesamt schon. Ich habe immer noch nicht alles durch. Also immer noch einiges hier. Habe ich den jetzt inzwischen? Was habe ich denn jetzt? Einfachen Stoff kann ich jetzt herstellen, ne? Aber ich brauche dafür die Werkbank. Und ich laufe jetzt einfach mal zurück und gebe mal die Quest ab. Kann ich die? Da ist es. Da ist es. Waffnet euch abschließend 300 irgendwas Meter. So. Ja. Jetzt kann ich einfach zurücklaufen hier. Okay. Ja. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht wieder mehr Videos mache. Ich weiß nicht. Das Problem ist halt, dass ich hier auch das Spiel entwickeln muss. Und ich weiß nicht, ob ich dann die Zeit habe. Ich habe ja auch noch nichts gebaut, ne? Das muss ich auch noch machen. Also so viel noch zu machen hier. Und nichts gebaut. Ich habe euch noch nicht den Dschungel gezeigt. Ja. Den Mond habt ihr jetzt gesehen inzwischen. Den Dschungel habt ihr noch nicht gesehen. Und wappnet euch abschließend, muss ich immer noch hier kommen. Was ist denn das? Ist das so weit weg? Ist einfach die ganze Zeit dunkel ist hier. Was ist denn das? Und das in der Nacht. Schlimm. Echt schlimm. Ja. Hangleiter wollte ich noch zeigen, genau. Ausrüstung herstellen. So eine andere verfügbare Quest, das lassen wir mal. Aber wir haben auch gleich. Ach, guck mal. Mir fehlen irgendwie nur noch 52 EP für Level Up. Ja, das ist doch lächerlich. So, bin ich jetzt noch im Kampf mit irgendwas? Ja. Aber diesmal sehe ich die Wölfe auch, mit denen ich im Kampf bin. War auch schon mal von Vorteil. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich die hier tot kriege, ohne zu sterben. Okay, der andere läuft einfach weg. Warum? Verstehe ich nicht. Ich kriege immer noch. Das ist ja immer noch ver. Warum? Verstehe ich nicht. Tritt das doch häufiger auf? Wieso denn? Verstehe ich nicht. Das tritt halt auch nur auf, wenn ich. Dass die Gegner unsichtbar sind, tritt halt irgendwie nur auf, wenn ich aufnehme. Muss mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie. Guck, da ist er jetzt hin. Wo kam der denn? Der kam. Okay, der kam von da. Ist gut zu wissen. Ich würd nachher mal schauen, was ich da wieder falsch gemacht habe. Met. Ach, der heißt Met einfach nur. Okay. Die Felle und das Feuerholz. Ja, okay, das ist ja der gleiche Text immer noch. So, wir haben Level 3 erreicht. Yay. Mein Ding sollte jetzt auch Level 3 sein. Meine Waffe eigentlich. Ich weiß nicht, warum das nicht da steht. Komisch. Eigentlich sollte es auch gar nicht dastehen, weil die levelt sowieso automatisch mit. So, habe ich denn jetzt. Mal ganz kurz.
So, habe ich jetzt hier irgendwo was safe? Ist das da hinten? Ach, das ist der Berg. Okay. Ich dachte gerade, hä, was ist das so weiß? Aber das ist einfach nur der Berg. Werkbank, Werkbank, Werkbank. So. Und dann einfach mal einfachen Stoff herstellen. So, alle herstellen.